Alter. Okay, das ist garstig. Oder ich laufe einmal weg. So, gib mir. Was war das gerade? Ich drücke keine Taste. WTF? Also ich drücke gerade nicht F und er sammelt alles ein. Ja, keine Ahnung warum. Habe ich, weil ich die Waffen, weil ich gekämpft habe, oder? So. Ja, keine Ahnung. Also ich habe nicht nochmal gepatcht seit dem letzten Patch. Und trotzdem hat er das gemacht. Also irgendwas ist da anders. Lauf durch, sammle alles ein. So macht das Spaß. Kein komisches Fingerverkrampfe mehr. Einfach durchlaufen, töten, durchlaufen, töten. Ah, hier ist schon wieder ein bisschen mehr Spawn. Komm, 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 komm. Jetzt nicht zu übermütig werden. Das kenne ich von mir. Mach das da dahin. So, so, so. Mach die langsam noch langsamer. Nimm das da alles mit. Ein, zwei sind liegen geblieben, das ist okay. Jap, 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 jap. Schon waren es nur noch 10 Magazine. So, genau. Niam, 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 niam. Einsacken, einsacken. Weg. Wie viel habe ich jetzt? Oh, das hat sich gelohnt. Dafür musste ich vorher stundenlang in den kleinen Basen mühselig einen Spawner nach dem anderen mit der Combat-Shotgun bearbeiten oder dem Sniper-Gewehr oder was weiß ich. Und jetzt rase ich da einfach durch. Schick, schick. Aber es liegt primär daran, dass die alle noch Smallbiter hatten, ne? Das macht schon mal einen ganz schönen Unterschied. Und ich lock gerade eine riesige Horde mit Königinnen und Königen und allen möglichen Gedöns zu unserem Außenposten. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Also dieses Kleinkram hier ist kein Problem, aber sobald was Grünes antanzt. Mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt. Oh, ist mal weiter. Kommt überhaupt was Grünes? Die bleiben nicht manchmal auch hängen oder laufen nicht lang genug hinterher. Die ganz dicken. Ah, doch, da. Komm mit Shotgun. Na, es dauert ewig. Na, naja, das wird nix. Ja. Oh, was sind so viele? Okay, muss ich mal wirklich meine tolle Munition verballern. Also eins zur Zeit ist echt kein Problem, aber fünf? Weiß ja nicht. Ja, ist okay. Nicht auf die Türme schießen. Schön und auf mich spucken. Ich bin ein tolles Ziel. Spuck, spuck, spuck. Spuck, spuck, du spuckst nicht. Du beißt Mauern, das ist okay. Genau, repariert schon die Mauern. Das sollte es auch gleich gewesen sein. Kommt mal einen Ticken näher ran, damit sich das Feuer irgendwie besser konzentriert auf euch. Kaputt. Okay. Das heißt, darum, 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 darum. Bahnstrecke folgen. Ganz viel die Alien-Interface abladen und dann die Fabrik das verwursteln lassen zu Science Packs. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war wo? Hier. Du, bitteschön. Behalt mal so 50 Stück oder so für dich. Ach, wobei, wir können jederzeit losgehen, selber holen, wenn wir irgendwas bauen wollen. Also, alles verwursteln ist okay. Da drin waren jetzt die Zweier.
Das sollte helfen. Ja. Weitere Vorbereitungen für Tungsten. Ich sollte irgendwo ein Tungstenfeld mir suchen und schnell mal 47 Tungsten da raushauen. Wobei, hatten wir nicht überall verteilt diese Schmetterlings-Maulwurfs-Dinger? Ich glaube, die habe ich alle schon eingesackt. Also einfach nur so ein Drill mit Kiste, Solarpanels und noch irgendwas. Und das Gold hätte ich hier ganz gerne. Lalala. So. Lila. So. Und Gibi. Oh. Silber. Silber habe ich immer noch nicht wirklich irgendwas gefunden. Also nicht, dass ich wirklich aktiv geguckt hätte, aber. Ne? Oh, keine. Da. Genau, zack. Und zack. Mach das da auch mal so ein bisschen weg. Und hier ist so ein Fledermaus-Maulwurfs-Ding. Sehr gut. Zack. Aber war nichts drin. Ja. Da unten wäre, glaube ich. Hallo? Da wäre, glaube ich, Tungsten. Nee, ist auch wieder Silber. Blei. Blei ist eigentlich immer gut. Oh, ich kann schräg durch sowas durchgehen. Gegner auch? Wahrscheinlich. Setze. Zweier Drill, nein. Den Dryer Drill. Da mal kurz hin. Abdeckung haben wir gar keine. Ne. So. Mit Super Speed Modulen. Und gucken, wie schnell das wegbekommen. Das ist nicht so viel. Was? 8 Missing Objects. Da unten? Was ist da unten? Könnt ihr mir nicht irgendwie eine Karte zeichnen? Ein Bild zeichnen davon, was fehlt? See the map for more details. Blinkt eine gelbe Dreiecke mit Robotern drin. Repair Packs? Ha. Ihr macht das schon. Kann ich irgendwas hier in der Nähe machen? Da ist eine frische Leiche, die ich auch eingesammelt habe, weil ich jetzt alles einsammle. Das könnte auch ein Problem werden, oder? Hä? Die sammle ich jetzt nicht ein. Was? Die Leiche, definitiv. Die war da, ich habe sie gesehen, dieses kleine Krümelding auf dem Boden, dann war ich in der Nähe und dann war sie weg. Ich denke nicht, dass sie despawned ist. Ich habe so viel Zeug im Inventar, dass, ne? Schmeiß uns auf den Boden. Z, so, da liegt was. Es liegt immer noch da. F, ja, sammelt er auch ein. Oh, das ist gar keine Deko, das sind auch alles Leichen. Ja, also er funktioniert weiterhin. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es aufgesplittet ist. Dass es jetzt so eingestellt ist, dass die Artefakte automatisch eingesammelt werden, weil man die ja immer quasi haben will. Und die anderen Sachen halt nur mit F. Wäre praktisch, ja. Oh, eine andere Sache, die ich auch noch gelesen habe in den Kommentaren, ist, dass es gibt Item-Kollektoren. Die funktionieren auch wohl ähnlich wie die alten. Ah, oh, Tungsten. Aber die sind gekoppelt an das Dynamics Untermodul von Ditec. Also das, was ich euch erzählt hatte von ein paar Folgen, dass ich nicht installieren wollte, weil Dynamics immer sehr komisch ist. Deswegen ist es halt schade, dass er genau da den Item Collector mit reingepackt hat, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Weil was haben Item-Kollektoren damit zu tun, dass man 10.000 Zahnräder herstellen muss, um das nächste Zahnrad freizuschalten? Aber na gut. Muss man mal schauen, wie sich das so in Zukunft entwickelt. So, und 100 Tungsten sollten eigentlich schon reichen. Wir brauchten hier ins. Bis hier hinten? Ernsthaft? Schick. Wir brauchten ja nur 250, oder? Zeig mal Maschinen. Nee, wir brauchten 500. Was aber auch okay ist, weil wir 400 schon haben. Ja, das geht auf. Brauchen wir hierfür auch Tungsten? Ja.
Hierfür nicht. Da wir 3 Fünfe brauchen, brauchen wir also 75 mehr. Also muss ich noch mal kurz schürfen. Wir brauchen also insgesamt 175 hier. Tong, 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 tong. Ist ja schnell gemacht. Ich muss gleichzeitig auch immer so ein bisschen Auge haben auf die Minimap. Weil ihr seht, diese wuselige Basis da oben rechts von unserem roten Smogmeer. Darunter sind wir gerade. Und wenn da sich diese kleinen roten Pixel in Richtung Südwesten oder Westen bewegen, habe ich ein Problem mit meinem Drilling. Oh, wir sind schon bei 190. Okay. Drilling. Ja. Blei ist weg. Kobalt noch nicht ganz. Nimm das mal von Hand. Oh Mist. Das Kobalt geht richtig schnell abgebaut. So, nimm das mal mit, was du kannst. Schmeiß das mal. Wo ist Abdeckung? Hier. Schmeiß das mal hier in die Kiste. Rein, rein. Die ganzen Leichen auch. Die will ich alle gar nicht haben. Nächste Theorie, was die Leichen angeht. Und allgemein Gegenständen. Er sammelt nur Gegenstände ein, die ich nicht hingeschmissen habe und die gerade erst, also nach dem Patch, auf den Boden gefallen sind. Also Gegner, die nach dem Patch getötet wurden, die sammelt er automatisch ein, aber alle, die vorher gestorben sind, die sammelt er nicht ein. Das würde erklären, warum ich teilweise Leichen im Inventar habe. Das sind nämlich die Leichen von denen, die ich gerade umgebracht habe, aber das bei dem anderen Ding ja nicht funktioniert hat. Ja. Gesehen? Da lagen Leichen, die hat er eingesammelt. Aber die Leichen sammeln er nicht ein. Oh. Noch nächste Theorie. Es zählt nur für Ditech-Leichen. Also die Splitter-Leichen und die. Also alle Splitter-Leichen sind ja Ditech-Viecher. Die gab es ja nicht normalerweise, glaube ich, in Vanilla. Ja. Ernsthaft? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich habe so lange kein Vanilla mehr gespielt. Aber ja, ich denke, den Splitterleichen und dann alles über dem Big Biter. Das könnte auch noch ansatzweise Sinn machen. So, gib mir das hier mal alles. Und dann ersetze ich dich mal durch einen ganz billigen Drill. Ja. Warum kann ich dich da nicht bauen? So, weil da nichts ist zum Bauen. Du machst die Kiste da jetzt mal voll. Du kommst mit. Das heißt, die letzten paar Dinger holt der da raus. Das dauert eine Weile. Und wenn er zerstört wird, wird er halt zerstört. Das ist mir relativ Wayne. So, du rein. Rein, rein. Alles einschmelzen. Fokus wäre ganz lieb auf Tungsten. Aber das wird er nicht machen. Er wird immer das einschmelzen, was ich am wenigsten brauche. Stell nochmal her davon 4. Und wir gucken jetzt mal, was unsere Vorräte so machen. Weil eigentlich wollte ich ja das Eisen optimieren, was ich dann vollkommen ignoriert habe. Aber wir haben jetzt den Stack-Size-Bonus, das könnte ein bisschen helfen. Ich bräuchte irgendwo mal eine Kiste. Hier. Eisen ist auf 19.000. Also es fällt nicht bodenlos, aber es ist auch nicht wirklich schnell. Ich könnte doch eine beidseitige Befüllung der Bahn machen. Na, das ist jetzt ärgerlich. Oh, wir sind bei 240. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nur noch 10 Lila Chips. Und ein bisschen Tungsten und die 5 Drills. Okay, was brauche ich hierfür? Ich brauche Zink. Bitte fliege mir an. Zink. Ganz viel Zink. Ich sehe kein Zink angeflogen kommen. Und ich weiß, wir haben schnelle Roboter, die nichts zu tun haben. Ich glaube, ich muss Zink suchen gehen. Oh, wir haben Überschuss. Das hätte ich nicht gedacht. Wow. Okay, 17.000 Eisenerz über in Anführungszeichen. Das heißt, es liegt gar nicht an der Basis oben. Es liegt echt nur an dem Einschmelzen. Krass. Okay. Ich könnte jetzt die alle auch noch zu Eisenschmelzen machen. Aber das wird mir langsam, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel Platz. Ja, wir haben viel Platz, aber muss ich ja nicht übertreiben. Also es ist platzmäßig ein bisschen viel. Deswegen gucke ich doch mal lieber bei der Forschung, was der nächste Schmelzofen so kostet. Der kostet Blei, was nicht so schön ist.
Und sonst eigentlich nicht viel. Crafting Speed 4. Der davor hatte Crafting Speed 3. Also kein Riesensprung. Aber eventuell auch noch ein Slot mehr. Kostet fast nichts, ne? Sagen Tränke.